Ich hoffe, die reichen alle aus. So, 1, 2 und theoretisch können wir da noch eine 3 draus machen. So, da lasse ich erstmal offen. Ich glaube, die Slabs werden nicht ausreichen, wie man sieht. Dann haben wir da ein bisschen Krümmung oben in der Decke drin, aber dann geht es hier so ein bisschen weiter. Tralala, die Ecken sind dann wieder schön hoch. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich beides synchron kriege, parallel kriege. Und außerdem brauchen wir noch neue... Komm, hier, Eichenholz. Herr Eichenschild, wie sieht's denn aus? Komm. Machen wir uns nochmal ein paar. So, da oben ist noch dicht. Das lasse ich, glaube ich, auf der Höhe. Dann haben wir da nämlich ein bisschen, also ein Akzent drin, weißt du? Okay, dann habe ich hier so, 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 so. Und dann mache ich hier dicht. Dann haben wir zumindest schon mal die Decke hier in diesem Raum. Und da habe ich einen tiefer gemacht. Und zwar so, es muss ja auf beiden Seiten gleich aussehen. So. Und dann die Treppe mache ich vielleicht noch irgendwie mittig oder sowas. Ich weiß es noch nicht genau. Die Stufen. Oder vielleicht kommen wir von woanders auf dem Dachboden. Von hier oben sieht das dann so aus. Ist, denke ich mal, irgendwie noch vertretbar. So. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Jetzt haben wir hier einen riesigen Raum. Natürlich kann man den Dachboden auch unterteilen in verschiedene Räume. So, da draußen ist wieder Animal Kingdom, wie es aussieht, oder Animal Crossing. Ich glaube, da brauche ich von irgendwo noch eine Treppe, die nach oben führt oder sowas. Oder irgendwie, dass man irgendwie anders dahin kommt. Man muss ja auch nicht direkt aus dem ersten Raum nach oben kommen. So, wir haben von Eichenholz, haben wir auch noch ein bisschen was. Da habe ich es genauso gemacht, dann habe ich hier dicht gemacht einfach. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir hier tatsächlich irgendwie... Dann ist natürlich die Frage, wie. Ich glaube, dann mache ich aber aus daraus lieber. Mal gucken. Das testen wir gleich mal aus. Draußen dann haben wir eine genagelte Terrasse, weil da möchte ich nicht das helle Holz benutzen, glaube ich. Das probieren wir gleich mal aus. Erstmal Fichtenholz, machen wir natürlich wieder hier den hier. So, kann ja nicht schaden. Und jetzt den hier, den hier. Ach, ich bin ja schlau. Naja, komm. Vielleicht reichen da 64 einfach auch schon, ich weiß es nicht. So, wie man sieht, das Haus kriegt auf jeden Fall, ich weiß noch nicht genau, wie die Raumaufteilung ist, aber auf jeden Fall kriegt das Haus schon eine Menge Akzente. Hier ist der Eingang. Dann würden wir hier quasi... Die Frage ist natürlich, wie groß macht man das Ding? Das weiß ich jetzt selber nicht. Aua. So, da haben wir zwei übrig. Dann haben wir da zwei noch, auch zwei leer. So, vielleicht machen wir es dann einfach so ein bisschen bayerisch quasi. Da müssen wir das Dach noch ein bisschen vorziehen allerdings. Was jetzt auch nicht so wild ist. So, das geht aber, oder? Ich meine, das kann man schon so anbieten eigentlich. Müsste man die Fackel da theoretisch einfach wegholen. Nee, komm, ich mach das mal komplett durch. Und das mache ich auf der anderen Seite auch. Und dann ziehen wir das Dach noch ein bisschen vor. Dann hat man da quasi eine Wand, aus der man rauskommt auf den Balkon. Theoretisch.
So, theoretisch müssen wir den Balkon natürlich noch abstützen. Dazu brauchen wir allerdings Zäune. Gibt's inzwischen eigentlich? Ich glaube ja nicht. Es gibt keine Fichtenholzstöcker, es gibt nur ganz normale Stöcker natürlich. Schade, wäre schön gewesen. So, 32 werden niemals reichen. So, 8 werden nicht reichen. Oh, ein zu viel, egal. Dann machen wir einfach den hier, zack. So, naja, schade. Zack. So, alles mitnehmen, was wir kriegen können. Dann haben wir noch 2 Stöcker in der Hose. Und dann können wir die Zäune hoffentlich oben drauf pflanzen. Ich weiß nicht genau, wie es aussehen wird. Wird vielleicht ein bisschen schräg sein. Nee, geht eigentlich. Ich dachte gerade, ich muss vielleicht noch einen nach vorne, aber eigentlich geht das. Das muss auch reichen. Dann kannst du da noch ein Blümchen hinsetzen, hier natürlich auch. Oder vielleicht setzt man einfach da vorne ein Blümchen hin. Pass mal auf, das habe ich noch nie gemacht, so mit Balkonkasten oder sowas. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo ist hier die Mitte. Das hier müsste die Mitte sein. Ach, und ich habe natürlich keine Axt dabei. Oh. Egal, schlagen wir mit der Handkante raus. So, die Chuck Norris Handkante, die gefürchtete, die hauen wir hier einfach weg. Und dann gucken wir mal. 2 Erdblöcke sehen jetzt nicht wunderbar malerisch aus. Man kann aber zum Malerismus, kann man immer noch dahin gehen. Oder wir machen das einfach hier auf beide Seiten. Ich weiß noch nicht genau. Ich gehe mal ganz kurz schlafen, dann gucke ich mir das mal von außen an. So, der Einstieg, wie gesagt, wird noch geändert. Und ich gehe erstmal Tür zu und dann natürlich pennen. Ach hier, endlich regnet es mal nicht rein im Schlaf. Und generell hat es schon 1000 Jahre nicht mehr geregnet hier bei Minecraft. Irgendwie hat es ja schon ewig nicht mehr geregnet. So, sieht das von innen aus. Und von außen, wenn wir da schon unten die Blumenkästen haben... Tja, ich weiß jetzt noch nicht so recht, ob ich... Ich mach erstmal einfach in die Mitte. So. Achso, Blumen brauche ich ja auch noch für Blumenkästen. Und ich brauche auch Falltüren. 4 Stück in diesem Fall. So, nehme ich mal Rosen einfach. Rosen gehen immer. Halt, Falltüren brauchen wir auch noch. Ich muss mal gucken, ob ich auch... Doch, Platz im Inventar habe ich noch. Aber ich habe natürlich kein Holz. So. Das sind 2 Falltüren. Wir brauchen 4, ne? So. 4 Falltüren coming up. Und die bringen wir jetzt natürlich an die Balkonkästen an. Sowie unten an die Blumenkästen. Von der Seite sieht man es ja eh nicht. So, und da machen wir jetzt noch ein paar Blümchen rein. Theoretisch kann man da auch einen Baum oder Saplings reinpflanzen. So, 2 Rosen sieht jetzt doof aus, aber egal, das wird erstmal reichen. So, und jetzt müssten wir hier theoretisch noch die Wand zumachen. Ich weiß noch nicht genau, womit. Wahrscheinlich mit weißer Wolle, wenn ich das so richtig sehe. Ich weiß es noch nicht genau. Ich weiß es noch nicht genau. Oh, das war ja sehr schlau. Ich hätte auch gern Glastüren. Das wäre auch geil. So, das war's mit der Wolle. Und theoretisch müsste ich da jetzt, da müsste ich mit Steinen, glaube ich, weitergehen. Einfach damit, ich nach außen hin darf ich ja nicht mit Wolle weiterbauen, sondern nur da, wo Haus ist natürlich.
probieren wir mal aus. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird. Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir da auch auf dem Boden wieder was anderes machen. Oh. So, vielleicht müssen wir auf dem Boden noch anders weiterbauen. Ich weiß noch nicht genau. Und außen kommen ja noch Fenster rein. Das bleibt ja nicht so. Und ich weiß auch nicht, ob wir alles mit Wolle dicht machen oder ob wir dann nicht, wenn wir eine obere Etage reinmachen, ob wir da nicht vielleicht doch mit irgendwas anderem bauen, weil, ganz ehrlich, da muss es auch etagenweise ein bisschen Abwechslung geben, glaube ich. So, mal gucken. Das war falsch. Da muss ich aufs Hintere gehen und da muss ich auf Ditte gehen. So, sehe das dann aus. Ich guck mal kurz von außen, wie es aussieht. Ich habe keine Ahnung. Moment, Moment. Da sieht es natürlich noch nicht so... Das ist noch nicht richtig. Nur mal testweise. Ich glaube, das kann man machen, so als Abschluss. Aber andererseits sieht das, glaube ich, nicht richtig aus. Oh nein, ich habe immer noch keine Axt. Schnarch! Es geht ja sehr schnell voran hier gerade wieder. Habe ich die Themen völlig außer Acht gelassen, die ich auf, ich habe auf Facebook nach Themen gefragt, habe ich völlig außer Acht gelassen gerade, weil ich aber momentan auch so mit dem Baum beschäftigt bin. Oh, Zäune, 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 da fällt mir gerade noch was ein. Natürlich der gute alte, die gute alte Halterung, damit das Ding da oben nicht runterkracht. So, sieht dann von außen so aus, sieht dann tatsächlich ein bisschen aus wie so ein... Naja, wie so ein Häusekind eben aussieht. Und theoretisch... Ach, es geht ja nicht. Ich kann ja keine Schilder da anbringen, leider, weil das ist so ein Ober... Doch, das würde gehen. Aber will ich überhaupt Schilder anbringen? Oder will ich ja... Wenn, dann könnte ich ja auch Lampen anbringen. Hier, so eine Doppellampe oder sowas. Ich glaube, das wäre nicht schlecht, wa? Müssten wir direkt da drunter anbringen oder vielleicht einen dahinter gesetzt. Aber dann sehe das auf der anderen Seite oben scheiße aus. Entschuldigung, ich wohne hier. Lass mich in Ruhe. So, wir gehen mal ganz kurz gucken, wie es Derpy geht übrigens. Da waren auch ein paar Wünsche. Ich soll mal ganz kurz bei Derpy gucken, nicht, dass sie tot ist. Und die Frage ist, wenn es ihr gut geht. Ich meine, wir müssen sie irgendwann umziehen. Da oben haben wir jetzt unsere kleine Holzbastion, die natürlich gegenüber dem Ding... Ach, das da oben sieht noch scheiße aus mit der Wolle. Das kann ich oben nicht mit Wolle machen. Das tut mir leid. Das nehme ich wieder raus. Es sieht ansonsten schon sehr cool aus eigentlich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das Dach unten muss noch ein bisschen abgerundet werden. Mit Gegentreppen von unten, aber ansonsten gefällt mir das Ausnehmen gut. Nein, nicht diese scheiß Giftfische. Quallen, ich bin über Quallen, Giftfische. Ich bin über Quallen geschwommen. Und da unten müssen wir auch noch erkunden. Ich weiß gar nicht, wie man da reinkommt. Da hinten irgendwo. So, jetzt gehen wir wieder dahin. La 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 la. Ich hoffe, wir kommen hier irgendwie nach oben. Doch, da geht's. Nach oben. Dann schauen wir mal ganz kurz, wie es unserer Freundin der Pina so geht. Moment. Huch. Da hoch und da hoch. Jetzt kommen wir nach oben. Man, gut, dass wir nicht hier oben gebaut haben, fest. Doch, sieht schon ganz geil aus eigentlich. Krass. Neulich war da noch gar nichts. Oben, die Wolle müssen wir auf jeden Fall wegräumen. Da muss irgendwas anderes hin. Ich weiß noch nicht genau was. Da probieren wir mal ein bisschen rum. Huch. Oh, oh. Nein! Nein! Nein!
der Pöhnoppi. Och, scheiße, ey. Wat? Naja, gut, wir haben sie ja noch hier im Ponybike. Eichenholz 64. 16 Dinger. Wow. Nehme ich mit. Die 5 Fleisch könnte ich auch noch mitnehmen, wenn ich Platz im Inventar hätte, was ich nicht habe. Mist. Guck mal, da fliegt ein Block in der Sonne rum. Ob sie vielleicht abgehauen ist irgendwohin? Aber dann könnte es jetzt über alle Berge sein. Die kann ja sonst wo sein. Ich bin sicher. Ich bin sicher, sie ist jetzt an einem besseren Ort. So, nach dieser meisterhaften schauspielerischen Leistung muss ich erstmal da zurückgehen. Ja, nee, die ist weg. Das tut mir sehr leid, aber momentan, wir kommen ja eh nicht zurück. Vorerst. Ich freue mich schon mal, wenn wir ein bisschen zurückgehen. Das wird so anders sein, wenn wir plötzlich dann wieder in Staffel 1 sind. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, das wird ein paar vertraute Gefühle auslösen. Kämpfen die da gegeneinander? Was machen die da? Der verfolgt ihn doch ganz offensichtlich. Jetzt verfolgt er ihn. Ich glaube, die spielen. Ist ja süß. Naja, ich muss auf jeden Fall wieder rüber. Da ist Lehm. Gut zu wissen. Lehm und Lehm lassen. Ich lasse das Lehm erst, den Lehm erstmal, denn wir brauchen den später eventuell noch. Für schöne Ziegel und so. So, jetzt erstmal wieder zurück. Hier ist auch wieder Lehm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir werden wahrscheinlich trotzdem noch eine Lehmreise machen. Ach, ist das schön so. Hallo Schaf. So, wir haben gelernt, wir müssen die weiße Wolle oben rausruppen. Ich muss aber gleich eine kleine Aufnahmepause machen, damit heute überhaupt nur eine Folge rauskommt. Wie gesagt, es ist immer noch die Aufnahme, wo ich wieder so kurzfristig aufnehme. Ich hoffe, jetzt habe ich das so lange aufgenommen. Ich hoffe, jetzt schaffe ich das mit dem Rendern alles noch. Habe ich das Ding aufgenommen? Weiß ich gar nicht. So, oben die Wolle kommt auf jeden Fall raus. Das mache ich eben nochmal ganz schnell. So. Ich mag das ohne GUI zu spielen übrigens. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... finde ich, das wertet Minecraft nochmal direkt ein bisschen auf. Jetzt muss ich aber leider... So, und wir müssen mal gucken, womit wir dann hier schließlich und endlich oben weitermachen. Oh nein, was? Ich kann das nicht mehr tragen? Hier, der Feuerstein ist doch so wichtig. Ja, ich lasse mich mal überraschen. Irgendwas werde ich ja, das werde ich dem Zukunftsgonk überlassen. Der wird es bestimmt bedanken. Der freut sich ja immer so. So, Ditte kommt weg. Ditte kommt alles weg. Ditte kommt auch weg, wa? Pam, pam, pam. Kommt alles weg, alles weg. So, und ich stelle mich dann jetzt für den Zukunftsgonk schon mal in freudiger Wartung hin, damit der das auch sehen kann, was er da zu tun hat. Was, ein Zombie? So, sieht soweit... alles schon mal sehr geil aus. Ich lasse mich überraschen. Wir machen dann in der nächsten Aufnahme hier oben weiter. Irgendwas werden wir da schon hinkleistern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich. Tschüss.